Ja, guten Tag Leute und willkommen zu einem neuen Part von Clash Royale. Wir haben eine Gratistruhe, eine Pumpe und 8 Skellies. Können wir was machen? Kein Bug hier, guck mal. 4 von 4, ich kann nur eine Karte spenden, das ist voll. Irgendwas ist hier komisch. Jo, okay. Wohin? Lass uns probieren, die Kronentruhe voll zu machen und ein paar Kisten zu kriegen. Ich habe wieder mal das falsche Deck, also. Ups, gutes Spiel. Ich habe das falsche Deck drin, ich bin gut. Der den Drecksbombo nicht mit. Es ist ein X-Bogen-Spiel. Also Leute, ihr wisst, was man davon halten kann. Wenn die Doppelt-Elixier-Phase beginnt, dann können wir noch abräumen. Junge, mach's mir nicht so schwer, bitte. So sieht es gerne, so muss das jetzt sein. Willkommen in Silbertour, die wir gleich öffnen. Ich bin echt so, ich krieg's meistens nicht mal hin. Wisst ihr was? Lass uns mit dem Deck weiterkämpfen. Ich hätte auch mal eine ganz geschwinde Frage an Supercell. Was bitteschön soll der Abbrechen-Button machen? Auch wenn es 10 Jahre lang nach dem Gegner suchen, und auch wenn wir 10 Jahre nach dem Gegner suchen, können wir auf Abbrechen drücken und es passiert nichts. Hatten selber 6 und Magie, das schaffen wir sowieso wieder nicht. Ich habe jetzt hier keine Lust mehr, weil ich es eh schon wieder nicht schaffen kann.
Gott, so, wir warten wahrscheinlich wieder auf die Doppel-Elixier-Phase. Die machen schönen Damage, das ist super schön. Süß. Ja, danke, du Blöder. Come on. Das ist Inferno-Turm. Er spielt nur mit Zaubern. Nein, Mann. Schaffst du nicht, Kollege, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Ah. Forget it. Gutes Spiel. So ist es schön, so ist es schön. Jetzt kommt gleich ein Level 9 und wir verlieren eben der Goldruhe. So was. Ich habe mir was über Kleines gerade so ganz spontan ausgedacht. Ja, komm mal klar. Gutes Spiel. Ich habe nämlich keine Chance gegen dich. Danke. Das ist nett, dass du mir den Turm, dass du mir das überlässt. Danke. Also, Yuan war, wenn du das siehst, nochmal danke, dass ich das den Turm gekriegt habe. So ganz gratis. Und wenn mich die drei Flammen holen lässt, dann nochmal ein großes Danke. Hilft mir sehr weiter, nämlich. Danke. Doch, danke für die gratis 3 Kronen. Das nehme ich gerne an. Oder du hattest nur Internetprobleme. Trotzdem, danke. Oh, wir haben einen Poison. Okay, die 2 Gems, das können ein bisschen mehr sein. 2 Muskeln. Oh Gott, ich hab's nicht mehr gesehen. Der Ritter war auf jeden Fall nett. Ich könnte bald die upgraden. Feuergeister sind schön. Sind richtig schön, gell? Von 450 Damage stand er auf Level 8. Warte mal, wo sind sie? Das ist super. Ansturmschaden. Ja, ist das schön. Selber Bahnsturm mit einem großen Baumsturm auf das nächstgelegene Beute zum Verhältnis schreien und sein Treffer. Okay, es weiter mit Schwertern weiter, ja. Okay, wir haben mit 3 Kämpfen schön was angerichtet. Ich will gerne den upgraden, aber. Komm, wir fragen mal nach dem Testspiel an, weil ich habe jetzt gar keine Lust, nochmal weiter zu verlieren.
Ja, gegen mich selber. Mal sehen. This moment where I nip you fucked up. Natürlich schafft er einen Hit. Natürlich schafft er einen Hit, Leute. Das ist immer dasselbe. Wer war's? Nein, der Tornado! Nein! Er spielt ein Ballondeck mit Tornado. Das ist so schlimm. Oh, aber die Vollgeister sind so gut. Die machen so einen schönen Schaden. Schön 6 Elixier verteidigt. Das wird jetzt ekelhaft. Obwohl, so ist es auch schön. Die Feuergeister sind schön und gegen die Elite-Barbaren. Wir können uns noch einen Turm holen. Ich glaube, eine Doppel-Exil-Phase ist so halb, so Hog-Cycle. Ich glaube, da könnte das echt interessant werden. Also mit dem Sparky hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht gerechnet. Das ist so eine Sache, das ist so ein bisschen blöde. So. Ich glaube, das wird keine gewinnen. Wohin 3 Minuten? Muss ich nur noch zum Feuerball rotieren. Gutes Spiel.
Boah, Alter, war das ein Kampf. 5 Minuten, ein richtig schönes 5-Minuten-Battle. Boah, das Deck ist aber übel. Sogar mit Sparky, das war richtig gut. Boah. Boah, noch einmal. Jawohl. So. Wie Glück. Obwohl es in der kämpft mit Arena 9, er hat schon Arena 9, ich darf das schaffen, wenn ich. Wenn jetzt ein Tornado hat, dann sind wir doppelt, ja, dann sind wir wirklich am Ende. Obwohl, wir hatten eine Chance. Ja, er hat einen Highschool. Boah, ich muss sagen, schön verteidigt. Nein! Boah, läuft das echt gut. Oh mein Gott. Wow. Oh. Boah. Nicht schlecht. Boah, ganz ehrlich, das war jetzt übel. Aber wir haben auch schon einen Turm fast. Wir müssen nur gegen den drei wir haben jetzt aber gegen den drei Muskel gepusht, haben wir jetzt den Feuerwald. Ja, das wird jetzt witzig. Okay. Gut. Okay. Ja, das war super. Ups. Lack. Oh shit. Oh. Wow. Oh. Gutes Spiel. Okay, das war gut. Puh, was für ein Deck hatte er denn? Er hatte dieses, was ich heute schon mal... Nee, er hatte... Oh, er hatte dieses bei Legendary Star. Und er hat Eismar, er hat Eisgolem und Eisgeist. Ja, das ist halt so Sache. Wenn du die Karten nicht hast, dann ist schon mal eine Sache wirklich, die nicht richtig gut geht. Ja, mir fehlen halt so Eisgeist, das ist so eine Karte, die hat eigentlich fast jeder im Deck. Boah, ja. Ich überlege, ob ich jetzt nochmal auf ein Battle warte oder ob ich jetzt noch selber eins mache. Ich werde auf jeden Fall die upgraden. Das kostet mich halt Gold, aber das mache ich jetzt nicht. Ich muss die Diamanten sparen, nachdem Diamanten hier 80 Stück kosten, schon 1 Euro. 100 Euro für 14.000, das ist echt einfach. Jo.
Und dann kommen die, irgendwann kommen halt die legendären Kisten. Das ist so mies. Ich glaube, ich lass es bei dem erstmal. Auf jeden Fall ein toller Part. Mit einigen schönen Battles. Also hier dagegen. Achso, das sind sogar die Kämpfe, die ich gemacht habe. Das war ich froh, dass ich sogar gewonnen habe. Das hat ziemlich gut geklappt. Hier kommt ein 3-0 geschenktes. Und hier nochmal ein schönes 1-0, ein schönes 3-0. Und hier wieder bloß am Verkacken, verloren. Das war nicht Spark Level 2. Spark ist halt sowas, wenn das Ding mal an den Turm kommt, dann hast du eigentlich schon verloren. Das ist gewaltiger Schaden, was dabei entsteht. Hier gucken wir mein Deck an, das ist einfach nur Müll. Ich weiß nicht warum. Ja, also ich würde sagen, das war's für den Part. Lasst doch gerne ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, auch am besten auch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, ciao.